Hallo. Hallo? Hallo. War ein bisschen gefährlich. Ich bin eingebrochen. Jo Leute, Klim am Start. Mit dabei ist der Sipst. Hallo. Hallo. Hallo Tool. Tool, dass du da bist. Denn der Sipst ist auch umgezogen. Ja, vor kurzem. Und ich bin hier hinten auf dem Berg. Der ist noch nicht allzu viel, da reiße ich auch wieder ab. Ich will das so bauen wie die Scheune da hinten, neben dem Weizenfeld. Das ist das Haus vom Kunga. Okay, also so in dem Stil wollte ich halt ungefähr. Oh, da brauche ich aber richtig viel Holz, ne? Ja, wir wollen ja auch noch eine Windmühle irgendwo hinstellen. Ja, hier hinten, wo das Weizen ist, da hinten auf dem Berg. Mhm. Da hatte ich erst gedacht, so, da könnte ein Leuchtturm hin, aber wenn da eine Windmühle hin soll, passt das. Wir wollen auch hier unten, also wenn du jetzt geradeaus guckst, da, genau geradeaus, da ist so ein Mini-Insel-Ding mit Sugarcane. Ja. Da wollen wir auch noch so eine kleine Fischerhütte draufbauen. Okay. Das hört sich gut an. Ja, das ist toll. Ich hatte nämlich in der letzten Folge bei mir schon gerätselt, von wem das Haus da ist. Ne. Das, hey, wer, also meins hier, oder was? Ja, ja, richtig. Ich bin da reingegangen, dachte mir, hey, kein Schild, wer wohnt denn hier jetzt, ne? Ja, Mensch. Dann bist du das. Freu ich mich. Ja, oh, was war das denn? Was machst du denn? Da war ein Creeper. Ne, da ist gerade irgendwas hochgegangen auf dem Berg. Bei dir? Oder wo? Ja, nebenan, wo ich gerade lang gehüpft bin. Achso. Ja, ich habe hier offscreen noch ein bisschen weiter gebaut, aber ein bisschen nur. Wirklich nur ein bisschen. Den Boden reingepackt. Mehr auch nicht. Und hier ein bisschen Gras weg, aber gut. Oh, ja, ich glaube, ich reiß das jetzt hier nochmal. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich das auch genau so machen soll. Weil da brauche ich echt sau viel Holz für. Und das ist... Ah. Nee. Machst du das anders? Das wäre dann nicht mein Baustil so. Ja, ich mache das so, wie ich das vorher geplant hatte. Weil nochmal abreißen und so ist halt... Eben noch. Ja, ich reiß das auf jeden Fall ab und dann gucken wir erstmal und jetzt, ich weiß nicht. Ja, keine Lust, dann ist es zu viel Arbeit. Da wäre ich dann auch wieder einen ganzen Part dran, das Ding einfach nur abzureißen und das muss nicht. Das stimmt. Ja. War gerade auch noch schön kurz offscreen farmen, hier Holz und so und passt. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich hier das Gras behalten soll oder ob ich das wegmachen soll. Was? Welches? Hier, oben auf dem Balkon? Hier vorne, genau das hier. Warum sieht es auf dem Balkon nicht gut aus? Ja, nee, das habe ich ja nicht gesagt. Also ich wusste es gerade nicht, welches Gras du meintest, aber da. Ja, hätte ich auch weggemacht. Vor allem, ich habe hier so voll den Dirtsteg. Ja. Ich wollte da eigentlich runterspringen. Ich bin hochgeklettert, deinen Berg, und dann habe ich gemerkt, dass da unten ja eine Leiter ist. Beim Runtergehen. Und mein Inventar ist voll. Das ist ärgerlich. Ja. Ach genau, so wollte ich das hier bauen. Ah. Ah, jetzt ja, eine Insel. So, ach ja, stimmt. Ach ja. Hm. Langsam fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Oder von den Haaren. Weiß ja nicht, ich glaube nicht. Entschuldigung. Also ich bin ein Alzheimer-Architekt. Boah, ich habe voll die geile Idee und die habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, ich hatte voll die geile Idee. Ja. So und so. Ja, scheiße. Soll ich das so lassen oder nicht? Das sieht irgendwie komisch aus. Ach. Du, wir schießen. Hast du vielleicht ein bisschen Sand? Oder ja, Glas? Ich habe ganz viel Sand gefarmt in der letzten Folge. Okay. Wie viele Stacks möchtest du denn haben? 80, ne, keine Ahnung, ich brauche ein Stack Glas, das reicht schon. Ich kann dir einen Stack Sand geben. Ja, geht natürlich auch. Weil so viel Glas habe ich nicht, ich habe jetzt noch 40, aber die brauche ich jetzt für das Haus hier. Ich kann dir die Hälfte von den 40 geben. Ja, ne, dann gib ruhig Sand, dann brate ich das selber fertig. Hallo. Hier. Oh, ich bin runtergeworfen. Au. Ja, danke. Klim springt, ich springe jetzt her, ich will jetzt von deinem Steg runterspringen. Ach, hier ist er gerade hochgegangen. Ja, hui, au, toll. Drexy. Ja, finde ich aber auch, Arschloch. Was hast du eigentlich in deinem alten Haus? Oh ja, ich war ja da, das hast du komplett zerbombt, ne? Ja, ne, zerbombt nicht, ich hab das angezündet. Ja, ich hab das noch ein bisschen zerbombt. Also da war ein Creeper und der hat mich dann hochgejagt und ich dachte mir, er ist eh kaputt. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Na, ne. Gut.
Ich wollte ehrlich zu dir weggezogen. Sein. Oh, das ist aber schön klein. Ja, ich kann ja noch nach oben bauen und zur Seite hin. Ich mag's, wenn es klein ist. Also, ja, ich wollte auch nicht zu groß bauen, ne? Weil sonst wäre das wieder was weiß ich wie ausgeartet. Kennt man ja bei mir. Ja, kenne ich jetzt mittlerweile auch bei dir. Von hier aus kann man auch gut auf mein Haus gucken da unten. Ja. Also ich hatte so im Kopf, ich mache mir so eine Plattform wie bei Assassin's Creed, wo ich runterspringen und dann so einen Heuballen, weißt du? Du kannst hier echt so einen Turm bauen, so einen etwas größeren. Ja, zu groß, wie gesagt, wollte ich das jetzt nicht machen. Ja. Weißt du, was ach, ich noch machen würde? Ach fuck, siehste, jetzt fehlt mir die Kohle. Und die Kohle ist in meinen Dings drin, in der Ender-Chest. Ich nein! Hab eine Ender-Chest, du kannst zu mir gehen. Ja. Aber ich will jetzt doch keine aufbauen, weil ich habe auch keinen Silk Touch. Ich habe Silk Touch. Oh ja. Yeah. Wir haben ja alles. Weil wir alle zusammenarbeiten. Das ist die Silk Touch Hacke, die ich mir mit Skate teile, mehr oder weniger. Also ja, er bekommt sie, wenn er mal braucht. Er hat sie mir auch, glaube ich, gemacht. Er hat sie getauscht gegen eine nicht verzauberte Spitzhacke, weil er keinen Silk Touch wollte. Hauptsache, ich gehe erstmal in das falsche Haus rein. Ja, mach ruhig, kein Problem. Tschö. Mann, ich bin zu Panne zum Hüpfen, so. Meine Fresse. Hui. Das ist eine Geburt. Wo war das nochmal? Hattest du das nicht? Ach, scheiße. Orientierung, weißt du? Meine Ender-Chest ist hier. Hier runter, rechts. Hier dann den Gang entlang. Und ach ja, genau, Haus, in dem Häuschen. Ja. Richtig, ja. Ich platziere aber noch mehrere in meinem Haus. Hier, weiß nicht, hier mache ich noch was anderes hin. Hier kommt noch ein Sofa hin oder so. Oder hier könnte ein Pool reinkommen. Und dann hier außen vielleicht. Irgendwie mag ich die Idee davon, dass ein Teil meines Hauses anders aussieht als der andere. Wie so eine Art Anbau. Aber irgendwie finde ich das auch ein bisschen blöde. Ich weiß noch nicht. Ich muss mich da noch entscheiden, glaube ich. Ja, kommt drauf an, wie das am Ende wirkt, so, wenn es steht. Eben drum. Ich glaube, das ist unterschiedliches Holz. Das habe ich auch. Ich habe meine Axt dabei. Schön. Ja, das ist auf jeden Fall unterschiedliches Holz. Ja, habe ich auch direkt gesehen. Jetzt aber nicht mehr, aua. So, ab nach Hause, weiterbauen. Tschüss. Das ist voll die Baufolge jetzt. Ja, nicht nur die Folge, die nächsten. Ja, das stimmt. Weiß ich, ich wollte gerade sagen, weiß nicht, ob ich die nächsten Folgen mal wieder Farben gebe ein bisschen. Weiß ja nicht, das könnte ja ein bisschen langweilig sein. Ah, Farben mache ich meistens offscreen, weil das ist oder im Livestream so. Das kannst du so nebenbei machen. Ja, ich mache ja keine Livestreams, noch nicht jedenfalls. Irgendwann fange ich damit auch an. Irgendwann. Irgendwann. Ich überlege gerade, wie ich den Anschluss da mache. Baue ich das jetzt hier lang und pflanziere vielleicht noch ein paar Bäume? Also, weil groß genug ist es ja dann, ne? Wenn ich jetzt hier noch reinbaue, noch zwei Felder oder drei. So. Ich kann nicht voll beobachten. Ich habe einen Stalker. Der mich gerade nicht beobachtet, aber ich habe trotzdem einen Stalker. Ich bin famous, ich habe einen Stalker. Oh nein, jetzt sagt. Ah, boah, ich hab schon gedacht, ich hätte keinen Stein mehr. Das wäre jetzt gewesen. Ich hab genug Stein. Ah, Stonebricks, weißt du, mit denen ich hier gerade baue. Achso, ja, vielleicht soll ich weiter mit meiner Silk Touch Spitzhacke abbauen. Ich hab einen Ohrwurm. Ah, ich glaub, hier mache ich das. Ja, doch, so mache ich das. Oh, Nachbarin macht wieder Party unten. Nicht mehr lange. Was macht die denn? Oh, Revi. Er schreibt jetzt irgendwas mit Gain in Chat, wetten. Hallo! Ha, siehste, ah ne, das war selbst. siehste, ha! Anus lecken? Ja, findet er geil, steht da drauf. Das war auch, auf dem Webvideopreis haben wir uns auch gesehen, das erste, was er gesagt hat, Klüm bitte Anus lecken. Und ich habe gesagt einfach, nee, lass mal bitte. Behindert, ey. Revi war, glaube ich, auch ein bisschen betrunken. Aber gut, das hat hier drin nichts zu suchen. Ja, betrunkene Kinder sagen immer die Wahrheit. Also war das mit dem Anus lecken ernst gemeint. Oh, Felix. Kotpilz. Oh. Die nehmen wahrscheinlich zusammen in der neuen Stadt auf. Koti, Alter.
Ah, doch, so kann ich ja, glaube ich, lassen. Foti? Warum Foti? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Ist das ein Insider? Ein Insider, den du auch nicht verstehst. Okay. So, hier. Ja, breiter will ich das aber auch schon gar nicht bauen, weil das ist mir jetzt schon zu breit eigentlich. Also irgendwas stimmt hier mit meinem Haus nicht. Warum? Was ist denn mit deinem Haus? Irgendwas ist hier nicht so ganz symmetrisch. Du hast ja diese Schräge drin, ne? Ja. Vielleicht liegt's daran irgendwo. Und die irritiert mich gerade richtig hart. Ich weiß nicht, was ich als Dachmaterial nehmen soll. Das hier? Dachmaterial? Ja. Dunkles Holz, unten helles und oben dunkles Holz. Sieht das gut aus? Tschüss, Revi. Schö. Weiß nicht. Da kann ich gerade nichts zu sagen. Ich weiß es nicht. Hier könnte man dann zu lang latschen, bla bla. Ah. Ich hab echt keine Ahnung. Ich glaube, ich mache das einfach so zufällig. Obwohl. Ich probiere mir mit verschiedenen Rohstoffen aus jetzt. Warum leffen die und joinen die ganze Zeit wieder? Wir haben super tolles Internet. Keine Ahnung. Nee, also genug Internet haben beide, glaube ich. Ach, so ist das. Ah. Ja, richtig. Die haben wirklich gutes Internet. Nee, ich habe da trotzdem nicht verstanden. Scheiße! Kann Ach Quatsch, die Wand finde ich doch. Was machst du denn? Versuch hier irgendwie die Symmetrie von meinem Haus zu retten, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Das ist nicht so gut. Nee, irgendwas stimmt hier ganz so gar nicht. Soll ich mal rüberkommen, gucken? Ja, wenn du Bock hast. Okay, ich helfe dir jetzt. Ich bin Tine Wittler. Ich passe dich durch die Tür! Tine Hitler! Was? Ein Marsch in vier Wänden. Ein Marsch! Tja, wenn du nach Frankreich gehst und sagst, ja, diese Wand muss weiß. Erstmal ein bisschen Licht hier hinmachen. Wir Weil wollen Besuch, ja nicht, dass Besuch der kommt. Ja. Wollen ja nicht, dass der Besuch irgendwie verschreckt ist von deinem Haus. Oh, guck mal, Kohle. Boah, ich könnte nicht hier hochgehen, so oft, also wenn ich hier wohnen würde, und die Kohle da drin lassen. So, was denn da los mit deinem Haus? Hier oben die Ecke. Ja. Ja, scheiße, da kommt. Ja, dann ist. Guck mal, wenn ich hier stehe, du siehst ja den Strang, der geht ja da hoch, der Holzstrang. Und hier hinten auch. Ja. So. Das ist hier hinten auch nicht. Guck mal, ich habe hier nämlich die Wand und hier den Strang. Anstatt den Strang da, wo das Ding ist. Wo das Ding ist? Ja, hier, wo die Wand ist. Hier ist das Holz ein weiter vorne und hier ist das Holz ein weiter hinten. Ja, das liegt daran, dass du hier zweimal Holz hast. Warte mal, da. Ach ja, warte mal, ich muss gerade umdenken. Ja, das ist nämlich, weil ich den Rahmen so gezogen habe. Irritiert das gerade ein bisschen hart. Ja, das sollte aber auch so sein. Warte mal, habe ich da das Fenster? Ja, dann weiß ich, wo der Fehler lag. Dankeschön. Mir hilft immer gerne, Tool. Aber eigentlich. Ich hab da doch hier einen vorgezogen, ne? Ja. Eigentlich müsste das Holz da unten auch direkt weitergehen. Komisch. Hier musst du Holz bauen, hier. Ja. Ja. Jawoll. Boah, war das eine Geburt jetzt. Warte, ich komm nicht besuchen. Geh mal zurück in dein Haus. Warte. Hallo? War ein bisschen gefährlich. Ich bin eingebrochen. So, Glas haben wir auch. Da machen wir jetzt auch schöne Scheiben draus, obwohl. Oh shit! Nee, Scheiben benutze ich glaube ich nicht. Für dein Haus? Ja, ich glaube dann nicht einfach die Blöcke. Zack, so. Oh, ich brauch mehr. So, Walmart, da, zack. Eben noch eine gute Tat, noch einen Creeper getötet. Oh, ein Enderman. Oh, ein Skelett. Alter, was geht denn hier ab? Ja, ich sag, das ist richtig unnormal mit Feuer. Den Monstern. Jetzt. Das ist richtig unnormal. Alter, was zum Fick, Alter?
Ich hab ein halbes Herz noch, weil das Skelett einen verzauberten Bogen hatte, Alter. Das nächste, was mich anschießt, tötet mich. Oh, ein Enderman. Eigentlich wollte ich mich mit dem anlegen, aber mit einem halben Herz habe ich da nicht so Lust drauf. Na, nee, das wäre, glaube ich, ein bisschen gefährlich. Wir müssen mal Kunga fragen, was abgeht. Der hat nämlich irgendwo so ein Dingens. Dingens? Bummens, Entschuldigung. Nee, Quatsch, so. Eine Blaze Farm hat er gefunden, beziehungsweise eine Blaze Spawner. Ah, okay. Dann können wir anfangen, Tränke zu brauen. Die können wir dann verkaufen und aus Jigis Trakan oder so. Aber mit Tränken konnte ich mich irgendwie nie so ganz anfreunden. Also nee, die Rezepte so. Aber das machen wir schon. Diese Staffel. Oder nicht? Ahmed. Ahmed, fick dich. Für alle, die es nicht wissen, er nennt Skelette immer Ahmed. Also dein. Du Schnitzelgesicht! Alter! Mein Freund, so nicht. Tschüss. So geht doch. Du hast Probleme, ey. Ja, immer diese Gegner, die, weiß ich nicht, nerven einfach. Die halten einen immer davon ab, irgendwas zu machen. Hier könnte dann ja vielleicht sogar, ich mache mir nochmal eben eine Craft, nee, habe ich doch da, oder? Ja. Ja. Ey. Was ist dein Problem? Da ist schon wieder ein neuer Ahmed. Du hast den anderen noch gerade getötet. Ja. Aber man sollte ja mittlerweile wissen, dass wenn man den Ahmed haut, holt er seine Brüder. Stimmt wohl. Das ist in Deutschland, ist das gang und gäbe. Junge. Ja, ist doch so, ich sag doch nur die Wahrheit. Hast du meinen Bruder angepackt, Junge? Ich schulle meine Brüder. Oh, er holt seinen Bruder, er holt seinen Bruder! Jetzt ist er auch noch in meinem Haus drin. Ich glaube, ja, es hackt, ist aber dreist jetzt, oder? Kacken dreist, ja. Noch nicht mal Miete gezahlt, hat er. Nicht keine Miete gezahlt? Nein. Heftig. Selbst Mieter zahlt keine Miete, what's up? So, dann machen wir da noch ein bisschen Holz hin. Warte mal, sollte da nicht ein Fenster rein? Naja, ich würde sagen, weg. Das war's bei mir auch schon mit der Folge. Ja, Craft okay, dann stimmt, Alter. Das ging schon wieder so schnell um jetzt die Zeit, heftig. Gut, ja, okay. Ja, das ist immer toll, mit dir zu spielen. Machen wir einen kurzen Cut, danach geht's weiter. Also danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.